Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe den Winter und ich liebe die Weihnachtszeit. Klar ist es oft schwierig aufzustehen, wenn es noch dunkel ist und man in die Schule muss. Aber an den Tagen, an denen man nicht in die Schule muss, ist es einfach nur wunderschön. Ich liebe meine Weihnachtssocken, die meine Füße schön warm halten. Meine Zehen kommen von der Wärme unter der Decke gleich in die roten Söckchen und dann in meine Pantoffeln. Und dann noch mein Kuschelpulli. Was will man mehr? Und heute ist es besonders schön, weil es über Nacht ein wenig geschneit hat und der Schnee vor meinem Fenster liegt. Diese eisige Luft erfrischt mich ganz besonders. Nicht nur körperlich. Man ist gleich auch mit dem Kopf wach. Manchmal bekomme ich Besuch in der Früh vom Lätzchen. Heute ist es Nero, der mich begrüßt. Um mal richtig wach zu werden, gehe ich in die Küche und mache mir einen morgendlichen Gruß. Einen weihnachtlichen Trunk, kann man sagen. Ich nehme mir etwas heißes Wasser. Nur halb voll. Dann 2 Löffel von meinem Chai Latte Pulver. Das habe ich mir mal bestellt. Dazu kommt dann Milchschaum und während er geschäumt wird, rühre ich um. Manchmal, so wie auch heute, brauche ich ein bisschen Zucker. Also manchmal, wirklich nur gelegentlich, kommt auch ein Stück Zucker in meinen Chai Latte Morgentrunk. So, der Milchschaum ist fertig. Hinein damit! Jetzt wird es aber erst so richtig lustig. Es kommt auch eine Zuckerstange. Und, was glaubt ihr? Richtig, Marshmallows in meine Chai Latte. Durch den Milchschaum bleibt alles an der Oberfläche und macht das Ganze zu einem kleinen Kunstwerk. So, jetzt noch Weihnachtsstreusel. Schaut das nicht einfach nur super gemütlich aus? So, und jetzt kann ich eine To-Do-List für heute machen. Ich bin jetzt der Weihnachtsmann und schreibe jetzt meine To-Do-List, was ich heute so mache an meinem Weihnachtstag. So, ich trinke jetzt erstmal. Boah, der schmeckt lecker. In den Weihnachtstagen lebt man oft nur vor sich hin. Ich mache mir aber für Tage wie heute eine kleine Liste.
Damit bin ich abends sicher glücklich und vor allem sehr müde ins Bett zu gehen. Und es macht einfach auch Spaß, so schöne Dinge aufzuschreiben. Heute will ich übrigens noch ein Lichterkettenfoto machen. Mal sehen, ob mir das gelingt. Letztlich habe ich für heute einige Ideen. Ich bin schon gespannt, ob ich die ganze Liste schaffe. So Leute, und jetzt kommt das Highlight von meinem Charlotte-Tee. Und zwar esse ich jetzt mal die Zuckerstange. Oh. Oh. Oh oh. Oh oh, wo ist die? Wo ist der Rest? Der ist ja ganz rosa. Der ist ganz rosa, Leute. Die ist einfach, hat sich einfach aufgelöst. Egal. Ach ja, es gibt noch etwas zu berichten. Und jetzt verrate ich euch noch ein kleines Geheimnis. Und zwar, wir haben heuer einen neuen Weihnachtszauber gestartet. Und zwar der Elf on the Shelf. The Elf on the Shelf, glaube ich. Und zwar, das ist ein kleiner Elf, der dich tagsüber beobachtet, ob du wirklich brav bist, und in der Nacht dann zum Weihnachtsmann fliegt und ihm erzählt, wie du an dem Tag warst. Ob du brav warst, ob du schlimm warst. Und am nächsten Tag sitzt er wieder woanders und beobachtet dich. Ich habe noch gar nicht geschaut, ob er heute bei mir war, aber ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Nee, der ist heute nicht da. Auf jeden Fall habe ich hier so ein kleines Paket, wo verschiedene Sachen für diesen kleinen Elf drin sind. Und ich möchte ihm da ober meinem Ofen, unter dem Weihnachtsbaum, ein kleines Häuschen machen und dann schauen, ob er mal kommt. Genau, und wir machen das jetzt mal auf. Eine Schere. So. Sehr süß. Also hier ist einmal ein kleines Buch. In diesem Buch kann man sich Ideen holen, wie sich der kleine Elf verstecken kann. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten. Und das ist die Box mit den Utensilien. Quasi die Versteckrequisiten. Mit dabei sind Schuhe, um damit an der Decke oder am Fenster zu laufen, ein Seil, noch mehr Saugnöpfe, ein großer Haken, ein Anker. Und natürlich ein schöner Weihnachtsmannsessel.
stelle dem Elf mal alles bereit. Mal sehen, was er sich nimmt und wo er sich als nächstes versteckt. So, jetzt muss ich aber los, sonst wird das nichts mit meiner Liste. Das ist mein Outfit für heute. Mit meinen Eltern fahre ich in die nächste Stadt, um ein wenig Weihnachtsshopping zu machen. Ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen, Geschenke einzukaufen. Es ist höchste Zeit. Ich will gar nichts Großes schenken, nur ein paar Kleinigkeiten. Elfenschnur. Vielleicht ein Buch für Ilia? Ein Buch für Aria. Ein Buch für die Jungs. Ich liebe es übrigens auch, dass es in allen Geschäften so weihnachtlich aussieht. Man denkt, ja, das ist doch normal, aber das ist es nicht. Die Menschen im Geschäft machen sich sehr viel Mühe, damit es zu Weihnachten besonders gemütlich darin aussieht. Ich mag das einfach sehr. Ich gehe noch mal weiter in einen Klamottenladen hier am Platz. Wie man sieht, gehe ich hier öfters hin. Ilia wünscht sich einen Weihnachtspulli. Vielleicht finde ich hier einen für sie. Pulli, nicht Mütze. Der ist doch hübsch. Bei der Gelegenheit muss ich mir selbst auch noch ein Weihnachtsoutfit suchen. Ich probiere mich mal durch. Was meint ihr, was mir am besten steht? Ich suche ja ein Outfit für den Heiligen Abend, aber auch für eine Weihnachtsparty. Ich bin gespannt, welches Outfit euch am besten gefällt. So, endlich wieder zu Hause. In meinem Zimmer. Aha, hallo Eddie. Was machst du hier? Beobachtest du mich? Da wirst du mich jetzt sicher auch beobachten, wenn ich ganz brav bin und Geschenke einpacke. Wo sind denn deine Sachen? Ich habe dir so ein schönes Plätzchen gemacht. Naja, das werde ich noch herausfinden. Ah, du hast es schon verwendet. Sehe ich jetzt erst. Das ist ja lustig. Funktionieren die Sachen gut? Ich hoffe. Jetzt muss ich aber selbst Weihnachtsmann spielen. Ich muss Geschenke einpacken. Eddie der Elf hängt an der Decke und ich muss mich beeilen.
Bevor ich nämlich das Geschenk von Ilia einpacke, möchte ich die blaue Stunde nutzen. So nennt man genau den Zeitpunkt am Abend, bevor es ganz finster wird. Da ist dann so eine tolle blaue Lichtstimmung. Es heißt zwar blaue Stunde, dauert aber oft nur ein paar Minuten. Jedenfalls ist das genau richtig für mein Lichterkettenfoto. Das steht ja auch auf der Liste. Und ich habe eine super süße Lichterkette gekauft. Irgendwie passt die Lichterkette noch nicht ganz. Ob ich hier wieder rauskomme? So, das sind die Fotos, die ich gemacht habe. Hübsch, oder? Was meint ihr? Ilia, jetzt bitte kurz wegschauen, sonst siehst du schon dein Geschenk. So, für Ilias kleines Weihnachtsgeschenk habe ich mir jetzt auch noch was überlegt. Und zwar wünscht sie sich schon urlang so einen Skipulli. Und ich habe auch so viele davon. Und ich habe mir gedacht, ich schenke jetzt auch mal einen, weil den möchte sie wirklich gerne. Und ich finde, das hat super schöne Farben und passt perfekt zu ihr. Einmal so ein bisschen beige, braun-beige sozusagen, dann hellblau, weiß und schwarz. Und ich finde, das passt einfach super zu ihren Haaren und auch zu ihrem Gesicht. Und wir werden das jetzt süß einpacken. Und zwar habe ich hier so eine kleine Box. Da werde ich den Pulli reingeben. Ich hoffe, das geht sich aus, aber sicher. Und dann, wenn ich das eingepackt habe, werde ich noch diese kleine Tanne dazu stecken. Und einpacken werde ich das mit einem roten Band. Und natürlich brauche ich auch noch ein bisschen Papier, um das ein bisschen weihnachtlicher zu machen. Und zwar habe ich hier dann so Packpapier und damit werde ich das einfach einpacken. Und dann die rote Schnur darüber und dann die Tanne rein und vielleicht noch eine Karte. Sicher eine Karte. Und dann habe ich hier auch noch einen Eyeliner, weil den wünscht sie sich auch schon urlange. Und Leute, ich finde das so lustig, weil da steht einfach ihr Name drauf. So in dem Wort steht ihr Name drin, ganz am Anfang. I mean, da steht doch ihr Name, oder? Oh, da steht Illa. Ups, ich habe den L-Strich unten nicht gesehen. Egal, trotzdem habe ich einen Eyeliner für sie. Blöd, ich habe gedacht, das ist cool jetzt. Egal, er ist trotzdem cool. Naja, im Einpacken bin ich nicht gerade ein Meister. Aber ich habe zumindest einen Plan, wie es aussehen soll. Und zuerst muss der Pulli in diese Box. Wird knapp, aber sollte sich ausgehen. Der Stift kommt oben drauf. So, jetzt falte ich eine Seite so ein und klappe sie drüber. Dann ist es ein wenig besonders und ich habe eine Überraschung. Ich habe das jetzt so gefalten, dass hier ein kleines Geheimfach entstanden ist und da kann ich jetzt noch eine Karte schreiben und sie dann da reinschreiben, reinstecken. Da wird sich die Idee sich bestimmt freuen.
auch noch auf meiner Liste stand Eislaufen. Und so habe ich mich mit einer Freundin verabredet. Die Schuhe sind ein bisschen groß, aber egal. Aber es macht Spaß, auch wenn es ungewohnt ist, wieder auf dem Eis zu stehen. Ich bin ja schon seit 2 Jahren nicht mehr Eislaufen gewesen. Das ist irgendwie schwieriger als gedacht. Nach 1-2 Runden habe ich es wieder in den Füßen. Egal. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Es ist eigentlich gerollt gekommen. Und ich kann schon meine ersten Figuren machen. Besonders wenn so viel Platz ist. Oh mein Gott, warte. Oh mein Gott, wir sind ganz alleine. Das ist unser Eisbachplatz. Aber hallo? Das ist urgut, oder? Das ist urgut. Safe. Auch nicht hingeflogen. Schön. Ja. Das ist ja urlustig. Ich geh raus. Nach dem Eislaufen habe ich noch keine Lust, nach Hause zu gehen. Und Lotti und ich holen uns noch einen Kinderpunsch. Der wärmt uns schön auf nach dem kalten Eis. Wir beide machen noch einen abendlichen Weihnachtsspaziergang. Wir werden uns jetzt einige Wochen nicht sehen, weil bald Ferien sind. Da müssen wir unbedingt noch ein paar Sachen besprechen. Naja, allzu Wichtiges haben wir nicht zu beplaudern. Aber es ist einfach gemütlich und wunderschön. Schaut mal, dieses schöne Kloster, wo wir hier sind. Ha, und wir machen noch schnell ein weihnachtliches TikTok gemeinsam. Tanzen, das wärmt auch schön auf. Und wenn wir so viel Platz haben, dann wird das gleich ausgenutzt. Weihnachtselfentanz. Endlich bin ich wieder zu Hause. Der letzte Punkt auf meiner Liste war noch Weihnachtsfilm anschauen. Und das mache ich natürlich am liebsten im Bett. Und es ist einer meiner Weihnachtslieblingsfilme. Thank you.
Meine kleinen Geschwister haben offenbar Elfenohren und haben gleich gehört, was ich mache. Und so wird dieser Abend noch zu einem ganz gemütlichen Kinoabend im Bett, in meinem Zimmer. Ich liebe dein Zimmer, das ist urcrazy. Danke, ich liebe dich auch. So gemütlich. Weihnachten ist schon was ganz Besonderes. Bis zum nächsten Mal. Ciao!